Okay, na dann, komm, ein Video machen wir heute noch. Ich will noch was mit euch besprechen. Im Rahmen der Orca-Serie sind einige Fragen dazu aufgekommen über Orcas in Gefangenschaft. SeaWorld, Todesfälle und so weiter. Ich versuche jetzt, das Thema ist eigentlich Gegenstand eines dreistündigen Vortrags von mir. Ich versuche das jetzt mal ganz kurz ein Stückchen runterzubrechen, dass man zumindest so eine Idee kriegt, wo die Fehler und wo die Schwierigkeiten liegen und dass ihr von da an quasi selbst recherchieren könnt, selbst lesen könnt, selbst schauen könnt und ich gebe euch ein paar Empfehlungen mit. Also wir reden jetzt über warum Orcas Menschen töten und warum sie es immer wieder tun. Es gibt vier bestätigte Todesfälle durch Orcas. Keinen einzigen in der freien Natur. Vielleicht gibt es eine einzige kleine Mini-Attacke eines Orcas auf einen Surfer, unbestätigt, nicht verifiziert. Aber ansonsten gibt es in der freien Natur keine einzige Attacke eines Orcas, keine gefährliche Situation mit einem Menschen. In Gefangenschaft sieht das anders aus. Mir sind über 200 Fälle bekannt, wo Orcas in gefährlichen Situationen mit Trainern, Besuchern und so weiter involviert waren und vier Todesfälle. Und da gehen wir rein. Guckt mal, also ich habe einen Orca-Vortrag. Wer mal in den Genuss gekommen ist, wird sich sicherlich erinnern. Und wer in den Genuss kommen sollte, kann sich darauf freuen. Also guckt mal. 1964 ging dieser ganze Scheiß los. Das war nämlich ein Jahr, wo zum allerersten Mal ein Orca in Gefangenschaft geraten ist. Und das war dieser berühmte Namu the Killer Whale. Der hatte sich vertüdelt in einem Netz, soweit mir das bekannt ist, und wurde dann von einem Mann gerettet, eingesperrt. Und der hat relativ schnell gemerkt, dass der Namu handzahm wird, dass man auf dem reiten kann, eine tolle Show machen kann. Ja, das war quasi der Beginn dieser ganzen SeaWorld-Gefangenschafts-Orca-Einsperr- und damit Geld verdienen Geschichte. 1964 hat das alles erst angefangen. Und einer der berühmtesten Wale war natürlich der Keiko, der Hauptdarsteller im Film Free Willy. Habt ihr vielleicht alle gesehen, wenn nicht, unbedingt angucken. Der ja aus Mexiko, aus diesem kleinen Tank stammte und für den Film quasi genommen wurde. Gut zu erkennen als großes Männchen mit seiner umgeknickten Rückenflosse. Ihr wisst jetzt schon, warum die umgeknickt ist. Das habt ihr in der Orca-Serie vermutlich gelernt. Stress, Exposition zur Sonne, nicht abtauchen, Trauer, Angst und so weiter. Und am Ende springt dieser Wal natürlich über die Buhne und schwimmt in Freiheit, was ja so nie passiert ist. Und die Geschichte habe ich aber, glaube ich, schon mal erzählt. Sonst machen wir noch mal ein eigenes Video zu Keiko und seiner Auswilderung. Am Ende wurde er nämlich tatsächlich ausgewildert. Das heißt, er wurde trainiert in einem Becken, wurde nach Island überführt und wurde dann da auf seine Auswilderung vorbereitet. Ist ausgewildert worden und das Schwierigste war, ihm beizubringen, tatsächlich wieder nach unten zu gucken. Und nicht mehr nach oben zu seinen Trainern. Da, wo alle Liebe und Futter herkam, sondern musste lernen, wieder runter ins Wasser zu schauen. Orcas in Gefangenschaft. Da fing das alles an. Seit 1964 hat man einige Dutzend Orcas gefangen, gezüchtet und so weiter. Also weit über 100. Aktuell befinden sich etwa 90 Tiere in Gefangenschaft. Mal mehr, mal weniger. Grüße gehen da raus an Russland. Wichtig ist aber zu wissen, in der freien Natur gibt es keine Unfälle mit Orcas. Punkt. Wie gesagt, über 200, die nur mir bekannt sind. Ingrid kennt garantiert noch mehr. Und wenn ihr richtig recherchiert, werdet ihr garantiert auch noch mehr dazu finden und auch Einzelfälle. Die Problematik an der Gefangenschaftshaltung bei Orcas ist: erstens, es ist ein großes Raubtier. Ihr habt jetzt in meiner Serie viel über diese Tiere gelernt, wie sie sich bewegen, wie die Familienstruktur ist, dass sie über 100 Kilometer am Tag schwimmen, dass sie wie wir Menschen sind, dass sie Sozialstrukturen haben, dass sie unterschiedliche Sprachen sprechen, Kultur, Nahrungsanforderungen von bis. Brauche ich jetzt nicht alles wiederholen. Das Problem an der Gefangenschaftshaltung von überwiegend SeaWorld und auch einigen anderen Organisationen weltweit, es gibt ja auch in Europa gefangene Orcas, im Loro Park oder in Frankreich, aber viele eben auch in den USA oder in Asien, ist, wie man mit denen umgeht. Man tanzt ihnen auf den Schnauzen, man reitet auf ihren Köpfen, schwingt die amerikanische Flagge. Heute alles nicht mehr so sehr wie früher. Erst heute habt ihr mir wieder Bilder geschickt, wo zwei Trainern auf den Orcas drauf rumstehen. Guck mal, ich verdecke ja hier den Penis. Man sahmt die männlichen Tiere ab, um Samen zu gewinnen, um weibliche Tiere künstlich zu befruchten. Das heißt, der Sexualpartner ist auch der Trainer. Das kann zu unangenehmen Situationen führen. Und man behandelt sie neben der künstlichen Besamung und der Medikamentengabe nicht so, wie es würdig wäre aus meiner Sicht. Was dazu führt, dass viele der Orcas in Gefangenschaft große Probleme entwickeln, wie zum Beispiel offene Kiefer. Wir sehen hier den Kieferknochen, das Fleisch ist komplett weggegammelt, die Zähne sind hier vorne abgeraspelt von dem ständigen Betongebeiße, also stereotypisches Verhalten. Das ist ein Orca Keto,
den werden wir auch noch kennenlernen, der in einige Zwischenfälle involviert war. Ihr seht hier vorne die Zähne komplett abgeraspelt, der Kiefer schon angegangen, hier auch nochmal. Und hier einen Orca in Gefangenschaft, der sich die Zähne komplett am Beton abgeraspelt hat. Und natürlich offene Zahnhälse, das tut genauso weh wie beim Menschen, die dreimal am Tag gespült werden müssen. Und katastrophal. Katastrophale Zustände, wenn man bei den Tieren, genau wie bei den Fischen oder anderen Zootieren, genau hinschaut, sieht man all diese Dinge. Als Otto-Normal-Zuschauer in einer Orca-Show siehst du sowas nicht. Ihr seid schon alle super angespitzt, ihr wisst jetzt super viel über Orcas, ihr werdet sowas immer sehen. Ne? Okay, und dann gehen wir mal in einen Vorfall mit einem Orca in Gefangenschaft. Ich muss mal gucken, ich höre euch das auch eigentlich, wenn das aus der Präsi kommt. Ah, gucken. Alles sehr schlechte Qualität, uralte Videos, aber es zeigt sehr, sehr schön, was passiert. Ich mach's mal ein bisschen leiser und rede darüber. Na, 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 die Orcas schwimmen. Also schaut mal hier. Oh! Da werden die Trainer schon ein bisschen aufgeregt, weil sich der Orca einen Trainer geschnappt hat. Und jetzt muss man versuchen, die Orcas zu trennen, weil ihr wisst schon, Orcas teilen natürlich immer. Und sie teilen auch den Trainer. Der Trainer ist unter Wasser und alle werden verrückt und versuchen, den Trainer zu retten. Nun komm, gib den Trainer wieder her. Okay, so ist prima. Prima, den Trainer nicht gefressen. Hier ist jetzt der Trainer. Na, wie kommst du aus so einem Becken voller Killerwale wieder raus? Ablenken, richtige Taktik. Unbedingt machen. Der Trainer hat vielleicht einen kleinen gebrochenen Knöchel. Na, 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 na. Orca, Orca. Oh, jetzt wird ein bisschen gehumpelt. Aber Brust raus und ab hinter die Bühne humpeln. Mit gebrochenem Knöchel. Naja. Und die Zuschauer. Orca. Ich war mal in der Delfinshow in Nürnberg. There's something in the water. Und alle Delfine fröhlich durch die Ringe. Und die Zuschauer haben geklatscht und alles ist so schön. Und wenn einer nicht mitmacht, wird er separiert und kriegt kein Essen. Schalalalala. Erzählt man euch nur nicht. So, Situation folgende nochmal. Wir gehen nochmal rein. Der Trainer springt ab und wird gegriffen. Orca, Orca, schwimmt zum Land hin. Und da wird er gegriffen und ihm das Bein umgedreht. Naja. Also, typischer Zwischenfall in einem dieser SeaWorld-Shows. Wichtig ist, Musik muss spielen. Es geht, die Show must go on. Keiner kriegt so richtig mit, was passiert ist, aber hätte tödlich ausgehen können. Und wird auch tödlich ausgehen. In einem anderen Fall, den wir uns anschauen werden. Set against the seemingly cheerful background of SeaWorld's Orca Show in San Diego, the video from 2006 is chilling. Es ist wirklich hart. Das Video ist krass. An experienced trainer is swimming with a 5,000-pound female named Kasatka, an animal he's worked with for years. Mit Kasatka legst du dich nicht an. Warning, the killer whale grabs his feet and pulls him underwater for close to a minute. Then it brings him to the surface where the trainer pets the whale, tries to calm it, only to be yanked down again. Hätte Fritz Meinecke schon nicht überlebt mit nur 40 Sekunden Luft anhalten im Erstversuch beim Ocean Warrior. Also eine Minute unter Wasser gezogen. Ihr seht auch, mit welcher Brutalität es nach unten geht, wenn ein 5000 Pfund schweres Tier euch nach unten zieht. Achtung. Ken Peters, an experienced trainer, is swimming with einer der erfahrensten female named Kasatka, an animal he's worked with for years. With no apparent warning, the killer whale grabs his feet and pulls him underwater for close to a minute. Then it brings him to the surface where the trainer pets the whale, tries to calm it, only to be yanked down again. Das Ganze ging über viele, viele Minuten, immer wieder nach unten gezogen. Sie hat das Bein von dem Trainer im Maul behalten und es gab ein paar schwere Bisswunden an seinem Bein, aber er hat die Luft lange angehalten, hat das Tier beruhigt und trotz der fantastischen Beziehung, die unsere Trainer zu diesen wilden Raubtieren haben, die sie über Jahre aufgebaut haben, hat das Tier zurückgeschlagen und dem Trainer mal gezeigt, wer hier der Boss ist und warum man Orcas nicht einsperrt. Pure Frustration. Dem Trainer zeigen, pass auf, ich habe keinen Bock auf deine Scheiße, lass mich in Ruhe, ich zeig dir jetzt mal, wer hier der Chef ist. Kasatka, ein Orca, mit dem ich mich nicht anlegen würde, die hat schon für ordentlich Trouble gesorgt.
Gut, dann gucken wir uns noch INHA an. Wir achten mal, guckt euch erstmal das Video an, was da passiert. Wir sind im Loro-Park Teneriffa. Gehen wir mal rein. Zack, wir haben den Orca an Land. Und wenn er seine Tabletten nicht essen will, dann geht's zur Sache. So, nochmal, achtet bitte auf den Mann, dem ich euch mit dem Pfeil zeige. Hier. Da. Sowas tust du einem Tier über Jahre lang an und sagst, du liebst das Tier. Und du bist der Trainer und du sorgst für Welfare und du liebst diese Tiere. Ich spreche diesen Orca-Trainern die Liebe zu diesen Tieren nicht ab. Genau wie jedem Tierflieger die Liebe zum Orang-Utan, zum Tiger oder zum Erdmännchen. Ihr liebt die alle, das weiß ich. Ihr würdet die nicht mit Absicht quälen. Das hier wiederum ist so eine Sache, wo ich mich schwer tue, das noch die Aussage zu machen. Und dieser Mann, den wir da gesehen haben, Alexis Martinez, ist heute tot. Getötet von diesem Orca. Der ist an Weihnachten gestorben, 2009. Und relativ jung, ich glaube, der war unter 30, wenn ich mich recht erinnere. Und den Fall könnt ihr nochmal nachrecherchieren, dass ich keinen Quatsch erzähle, das alles hören sagen natürlich. Und jetzt hier spontan aus der kalten Hose. Alexis wurde erzählt, also im Loro-Park, dass er ertrunken sei. Gestolpert, ertrunken, dies, das. Und dann siehst du den Obduktionsbericht zu diesem Fall und siehst schweres Lungenödem, multiple schwere Bissverletzungen, Brustkorb zerdrückt und denkst, wie passiert das beim Ertrinken? Das ist eigentlich ungewöhnlich. Und als die, das ist auch nur Hörensagen, Verlobte damals von ihm in der Rechtsmedizin, das zur Identifikation, das Tuch zur Seite genommen wurde, ist sie wohl aus allen Wolken gefallen, weil sie einen Ertrunkenen erwartet hatte und da einen Menschen gesehen hat, der von einem Orca regelrecht zu Tode gebissen wurde. So. Könnt ihr alles nachschauen bei Blackfish 1 und Blackfish 2, zwei Dokus zum Thema, die sich da empfehlen und in variablen YouTube-Videos. Ich wollte es nur einmal erwähnen, dass wenn man so mit Orcas umgeht und wenn man mit diesen Tieren arbeitet, die ja absolute Top-Predatoren sind und solche sensiblen, hochsensiblen Tiere einsperrt und mit denen ins Wasser geht, dass es jederzeit rappeln kann. Also für Alexis tut mir das natürlich sehr, sehr leid und mit keinem Feind der Welt wünscht man so etwas, aber es hätte jederzeit passieren können und ich empfehle euch da auch Bücher von John Hargrove, ehemaliger Orca-Trainer, SeaWorld-Trainer, mit dem ich auch schon in Kontakt war, sein Buch auch gelesen habe, der das alles ganz genau beschreibt, was sie diesen Orcas antun hinter den Kulissen und was da so stattfindet. Ganz, ganz tolles Buch. Unbedingt John Hargrove mal googeln, ist auch auf Instagram, ist ein toller Typ. So, dann kommen wir zu einem anderen Tod. Dawn Branshaw, der das ganze Blackfish, sag ich mal, ausgelöst hat. Und in diesem Film geht es ja sehr, sehr stark um ihren Tod. War eigentlich die schönste und die krasseste Orca-Trainerin der Welt, die diesen fast 10.000 Pfund schweren Orca Tillicum beherrschen konnte. Als blonde, stabile, wunderschöne Orca-Trainerin mit dem strahlenden Lächeln, wie sie Königin über dieses Raubtier war. Aushängeschild von SeaWorld viele, viele Jahre lang, Tillicum sowohl als auch Dawn. Auch hier hat SeaWorld erzählt, Dawn Branshaw ist gestolpert, ist ins Orca-Becken gefallen und verstorben. Obduktionsbericht hinterlässt dann viele Fragen, weil sie ist tatsächlich ohne Haare und Kopfhaut geborgen worden und ihr Torso wurde zerteilt. Ist mir jetzt fraglich, wie sowas beim normalen Sturz vom Beckenrand passieren kann. Aber wenn du mit diesem Killerwal arbeitest, war das eine fast erwartbare Sache. Tillicum hat tatsächlich drei Menschenleben auf dem Gewissen, ist mittlerweile tot, ist vor einigen Jahren gestorben und war das krasseste Orca-Männchen, was man eigentlich bei SeaWorld je gehalten hat. Man sieht das ja auch schon, guckt mal, an diesen riesigen Flippern. Guck mal, die sind fast so groß wie Dawn selber. Diesem riesigen umgekippten Schwert und er war einfach ein massiv großer Orca. Und er hat sie getötet. Seitdem hat man auch hochfahrbare Böden in den Becken, weil die Leute sind an die Dornen gar nicht rangekommen. Man hätte sie gar nicht retten können. Und der Orca hat sich einige Minuten mit ihr beschäftigt. Wie gesagt, zum Thema nochmal diese Filme sich anschauen oder auch das Buch lesen. Death at SeaWorld von David Kirkby und den Blackfish 1 und 2 einfach mal schauen. Als kleine Empfehlung zu
warum Orcas tatsächlich Menschen töten. Und ich glaube, alle, die jetzt meine Serie zu den Orcas gesehen haben, verstehen, wie krass diese Tiere sind, wie viel Power sie haben, wie viel Intelligenz sie besitzen, wie viel Ansprüche ans Leben sie haben. Und dann stellt euch vor, aus der Familie gerissen, eingesperrt in einen Betontank. Nein, einfach nein. Ihr findet im Internet zu all diesen toten Menschen einige Berichte, die könnt ihr euch durchlesen. Da gibt es viele, ich sag mal, verquere Meinungen zwischen der Zoowelt, der Tierschützerwelt, der Obduktions- und Rechtsmedizinswelt und der Presse. Macht euch euer eigenes Bild, lest euch die Sachen durch. Ich kann nur sagen, lest es mit einem gesunden Argwohn. Hier haben wir das auch nochmal, was dann ordentlich verschwiegen wurde von SeaWorld, kam irgendwann natürlich raus, nachdem der Autopsiebericht öffentlich wurde. Der Orca hat seine Trainerin skalpiert. Trauriges Ende für so eine tolle Frau und trauriges Ende auch für Tillicum, denn über Tillicum findet ihr natürlich einiges im Internet. 83 geboren, nee, gefangen in der Nähe von Island und kam dann in SeaWorld Orlando. Und guckt mal, 5,4 Tonnen Gewicht hatte Tillicum. Das war der größte in Gefangenschaft lebende männliche Orca. Wahnsinnig krasses Tier. Kurz vor der Geburt, 24. Dezember 1991, kam es zu einem Zwischenfall, bei dem einer von Tillicums Trainern getötet wurde. Die Trainerin Kelty Byrne wurde vom Beckenrand aus von dem Wal am Fuß gepackt und ins Wasser gezogen. Tillicum zog sie immer wieder unter Wasser und verletzte sie stark, bis die Frau ertrank. Nach der Geburt verhielten sich die beiden Weibchen gegenüber Tillicum aggressiv. Zunächst wurde Tillicum in ein kleineres Becken und am 9. Januar in einen anderen SeaWorld verlegt. Na gut. Am 6. Juli 1999, nächster Todesfall durch Tillicum. Daniel Dukes wurde tot in Tillicums Becken gefunden. Ich glaube, es war ein Tourist. Der obdachlose Mann hatte SeaWorld am Vortag besucht und sich am Abend im Park versteckt, als dieser geschlossen wurde. Er starb im Wasser an Unterkühlung und wurde auch von Tillicum gebissen. Unklar ist, ob das Tier dem Mann die Verletzung vor oder nach dem Tod zugefügt hatte. Also ein vernünftiger Rechtsmediziner und sogar ich könnte sowas rausfinden. Das haben wir ja gelernt. Das ist ja lächerlich. Und am 24. Februar 2010, also etwa 11 Jahre später, kam es zu einem weiteren Zwischenfall, bei dem Tillicum die erfahrene Tiertrainerin Dawn Brand Show tötete. Angeblich, so die Geschäftsführung, zog der Wal seine Trainerin an den langen Haaren ihres Pferdeschwanzes ins Becken, also selber schuld quasi. Du willst ja in den USA immer dafür sorgen, dass die Leute selber schuld sind und du nichts bezahlen musst, und drückte sie dort unter Wasser, sodass sie ertrank. Es wurden Vermutungen darüber angestellt, ob der Orca die Haare als Spielzeug betrachtet habe und die Frau deswegen ins Wasser zog. Mehrere Zeugen des Angriffes berichteten jedoch, dass Tillicum Dawn Brand Show nicht an den Haaren, sondern an ihrem Arm unter Wasser zog. Indem die SeaWorld-Geschäftsleitung behauptete, der Wal habe die Frisur der Tiertrainerin angegriffen, wollte sie möglicherweise die Verantwortung für den Angriff auf unsachgemäßes Verhalten der Mitarbeiterin abschieben und so weiter. Zieht euch das Ganze mal rein. Ich sage euch nur eins. Orcas in Gefangenschaft zu halten, egal wo, egal wie, ist für mich eine absolute Schande. Und jeder Mensch, der das tut, jeder Zoodirektor, jeder Delfinariumsdirektor, sollte sich in Grund und Boden schämen. Und das ist eine Ansage an euch alle, die ihr da draußen Orcas haltet. Das wird beendet. Im Rahmen meiner Lebenszeit werden wir hier alle auf dieser Welt erleben, dass das beendet wird. Und wir werden zurückblicken auf die Dummheit einiger weniger, die diese fantastischen, wunderschönen, unhaltbaren Tiere eingesperrt, gefoltert und zu Tode gequält haben. Das wird sich ändern. Und wisst ihr was? Es wird sich nicht ändern, weil ich euch eine Ansage mache. Es wird sich ändern durch Social Media, durch YouTube, durch die Orca-Serie, durch Ingrid Visser, durch so viele Menschen, die für Orcas in der freien Natur kämpfen. Es wird sich ändern, liebe Freunde. Ihr werdet immer weniger Besucher, ihr werdet erhalten, ihr werdet immer weniger Support bekommen. Ihr alle, die ihr Tiere einsperrt und zu Tode quält, sie künstlich befruchtet, Lügen verbreitet. Es ist alles öffentlich. Ich frage mich, wieso da überhaupt noch jemand hingeht. Ihr werdet es alle erleben. Es wird sich auflösen. In meiner Kindheit gab es in Deutschland noch 10 Delfinarien. Heute noch 2. Auch die werden verschwinden. Mache ich mir gar keine Sorgen. Freunde, wir als Mission Erde Community und alle, die dieses Video sehen, alle, die da draußen sind, wir kämpfen dafür, dass diese Tiere nur noch in der Freiheit zu beobachten sind. Euren Scheißdreck, diese Tiere von ihren Familien zu entfernen, sie künstlich zu befruchten und angeblich nicht mehr zu vermehren, aber eben die natürlichen Instinkte auch nicht zu unterdrücken. Spart euch diese Scheiße fürs Gericht da oben, Freunde. Und seid froh, wenn da keine Orcas sitzen. Es wird aufhören. Einfach nur, weil die Menschen klüger werden. Und weil wir verstehen, wie komplex, wie fragil und wie wunderschön diese Tiere sind. Und dass sie einfach nicht artgerecht in Gefangenschaft gehalten werden können. Und all das
wird letztendlich auch der dümmste Mensch auf diesem Planeten auch noch verstehen. Weil es so unfassbar offensichtlich ist. Ich frage mich, wie ich das selber jahrelang machen konnte. Ich habe ja auch Meeressäuger eingesperrt. Wie dumm ich mal war. Und ich weiß es heute deutlich besser, Freunde. Und lernt aus meinen Fehlern, lernt aus den Fehlern vieler Orca-Trainer da draußen. Einige haben es mit ihrem eigenen Leben bezahlt. Lernt daraus, dass man diese Tiere nicht einsperrt. Und diese Grüße gehen auch raus nach Asien, wo man bestrebt ist, immer mehr Orcas in Gefangenschaft zu halten, genauso wie in Russland, weil es im wahrsten Sinne des Wortes Cash-Cows sind. Whale of a Business, einer der Filmempfehlungen von mir an dieser Stelle. Wir werden immer mehr protestieren. Wir werden immer mehr E-Mails und Kommentare schreiben. Wir werden die Kommentarsektion eurer ganzen verdammten Zoo-Instagram-Accounts stürmen und zerstören. Wir werden Google-Bewertungen schreiben, massivster Art, so dass es der Letzte verstanden hat. Wir werden Videos veröffentlichen, geheime Zoo-Dokus machen und Bücher schreiben über diese Schandtaten, die ihr diesen Tieren antut. Das ist meine Ansage an alle Menschen, die Meeressäuger da draußen quälen. Wir werden mehr und wir stellen uns euch entgegen. Glaubt mir, es wird eine massive Welle sein. Ihr werdet so Gegenwind erhalten, alter Schwede, wie ihr ihn noch nie erhalten habt. Versprochen. Und ich werde all mein Geld, meine Energie und alles dafür aufwenden, dass diese Scheiße irgendwann ein Ende hat. Und die Orca-Serie, liebe Freunde, war erst der Anfang. Seid euch dessen bewusst. Diese Scheiße wird ein Ende haben. Das war, glaube ich, die härteste Ansage, die ich je gemacht habe, aber die musste auch mal sein. Ich wollte das einfach nur mal loswerden, weil mich das massiv ankotzt und weil ich diese Tiere in so vielen schönen Orten in Freiheit gesehen habe und es mir einfach das Herz bricht, was ihr diesen Tieren antut. Und es ist so offensichtlich, was ihr ihnen antut. Ja? Es gibt keine Frage, die wir uns stellen sollten, irgendwas, was wir erforschen sollten. Euer Beitrag zur Forschung, euer Beitrag zur Erhaltung dieser Tiere ist gen Null. Ihr seid Lügner, von vorne bis hinten. Und wenn ich auch nur irgendetwas Falsches erzählt habe oder an irgendeiner Stelle gelogen habe, beweist es mir. Schreibt es mir unten rein. Das geht raus an Zoos Media, das geht raus an all Dolphinarium Hardeweg, das geht raus an SeaWorld. Das geht an euch alle. Beweist mir das Gegenteil, dass ich Unrecht habe. Los, ich bitte darum. Ladet mich ein. Ich komme gerne vorbei. Schau mir den Zustand eurer Orcas an. Sehr gerne. Warum darf ich die Berichte nicht lesen? Warum darf ich die Tierwohlgutachten nicht einsehen? Warum darf ich nicht in Zoos? Warum werde ich ausgeschlossen? Warum werden meine Videos über Zoos und Delfinarien gebannt? Warum? Weil ich Quatsch erzähle. Oder weil eure Eintritte gefährdet sind. Das möchte ich gerne wissen. Jetzt könnt ihr gerne denken, der Lehmann ist größenwahnsinnig. Oder ihr könnt einfach denken, der Lehmann ist größenwahnsinnig. Bin ich nicht, Freunde. Ich habe eine wahnsinnig geile Community. Ich merke, dass wir immer mehr werden. Ich merke, dass die Menschen immer vernünftiger werden. Und dass der Widerstand wächst. Ich fühle mich schon wie bei Star Wars. Ohne Scheiß, der Widerstand fucking wächst. Es ist so. Und wir werden eine Zeit erleben, in der wir zurückblicken und sagen können, Mann, waren wir dumm. Und das wird noch in meiner Lebenszeit passieren. Also, stellt euch schon mal drauf ein. Und erzählt mir nicht so eine Scheiße, dass man Orcas nicht freilassen kann. Dann schickt sie in Rente. Verdammte Scheiße. Und lasst sie nicht lächerlich durch den Reifen springen und reitet auf ihren Köpfen, ihr Trottel. Unfassbar. Na, Orca. Und alle klatschen mit. Ich kann diese Scheiße nicht mehr sehen. Ja? So, jetzt auch gut. Amen.